Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir sind hier auf Yxil oder Yxil oder wie das jetzt heißt. Und wir haben da hinten eine kleine Aufgabe. Wir müssen ja jetzt jemanden finden. Machen uns mal auf den Weg. Wo sind die Sarah jetzt hin? Egal. Finden es auch ohne sie. In diesem Gefängnisplaneten? Ich wollte schon fast Insel sagen, aber Gefängnisplaneten. Wir müssen da den Entführer jetzt mal finden. So, wo bleibt denn Sarah? Boah, sieht eigentlich von hier aus heftig aus mit dem roten Licht. So. Wollen wir mal weiter? Ich finde es komisch, dass keine Musik da ist, aber zumindest die Atmosphäre ist schon ein bisschen düster, sagen wir mal so. Ohne Ton. Also halt nur mit Wind und so weiter. Hä? Oh, endlich sind wir mal vom Schiff runter. Wieso hat sich jetzt mein Rucksack da gebildet? So, wie weit ist denn das? Finde den Kidnapper. Autsch. Komm, wir können auch ein paar Sachen scannen, während wir hier unterwegs sind. 500 Meter, das schaffen wir wohl, oder? Was ist denn das? Wasser. Es gibt hier Wasser. Nice. Wasser entdeckt. Warum sind hier eigentlich so viele Schlote offen, sage ich jetzt mal, auf diesem ganzen Planeten? Okay, Grasa. Einer sogar 35, okay. Dann man da. Autsch. Schon wieder Schaden. Sarah? Sarah? Hierher. Ja, okay, dann legt sie die um. Wir wollen aber weiter. Wir wollen den Kidnapper finden. Mal so hoch, ja. Oh, da haben wir schon was. Jo, wie geil sieht das denn aus? Ach, da waren wir vorhin. Okay. Da waren wir vorhin. So, das ist jetzt vom Kidnapper, ne? Der Versteck. So, was hat er hier Schönes? Credits. Die nehmen wir mit. Die braucht er ja nicht mehr. Autsch. Verlassene Außenposten. Gibt's hier noch was? Hier, verbrauchen. Das ist schon leer. Antimikrobiell. Was haben wir hier? Nietenmunition. Nochmal Kaliber. Noch eine Grendel. Die nehmen wir mit, können wir verkaufen. Okay, rein mit uns. Verlassenen Außenposten. Mal gucken, was da auf uns zukommt.
Leitfaden für Chunks Personal. Okay. Komm, geh kaputt. Alter. Kampfroboter Modell A. Einbilden würde ich nicht sagen, da war wirklich was, Sarah. So, das gönnen wir uns mal. So, den haben wir. Da ist schon der nächste. Und da müsste hier noch irgendwo einer sein. Oder unten wahrscheinlich. Ich gehe mal von aus, dass es unten ist. So, aber ich wollte hier rein. Hier könnte es auch was Schönes geben. Oder Brauchbares. Paradigma. Digi Dietrich. Oh. Okay, perfekt. Dann der nicht, der nicht. Der könnte hier passen. Der auch. Wir nehmen den. Der passt hier nicht. Der könnte hier reinpassen. Der könnte hier reinpassen. Ist jetzt nur die Frage. Der könnte auch hier reinpassen. Der könnte. Ja, der könnte hier reinpassen. Perfekt. Der passt hier wiederum gar nicht rein. Der passt hier rein. Dann kommt der hier hin. So, und haben wir es geschafft. Metabolikum, Muni, Muni, Muni. Sollst du das nehmen? Kampfmesser können wir verkaufen. Eine Rettungsaxt. Lagercheckliste. Die folgenden Gegenstände sind Eigentum des Sicherheitsteams und dürfen unter keinen Umständen ohne Genehmigung genutzt werden. Alle Gegenstände sind vor der Benutzung zu prüfen und bis zum Ende des Tages druckzufrieden. Sturmgewehr A99 zweimal, Combat Hacks Holsters einmal und UC Kampfmesser fünfmal. Meldet euch schnellstmöglich bei mir, falls irgendetwas davon verschwindet. Hier sind noch mehr Messer. Wo? Und eine Rettungsaxt. Hier fehlen noch zwei Messer. Zwei Messer fehlen. Bei wem muss ich mich melden? Ich hoffe, der ist lieb. Großer Fehler. Nein, die sind nicht lieb. Sarah! Alter, läuft die mir genau vor. Level 36, was? Stirb! Autsch! Kann ich irgendwo. Okay, isotopisches Kühlmittel haben wir jetzt. Ähm.
Nochmal so ein dicker Ding. Und 195. So gefällt es mir doch. So, was haben wir hier? Medipack. Gibt es hier noch mehr zum Verbrauchen? Das war, glaube ich, keine gute Idee. Ich verlasse den Planeten nächste Woche. Also musst du einspringen und dich um die Küche kümmern. Solange ich unterwegs bin. Ich weiß, dass du es nicht gewohnt bist, Verantwortung zu übernehmen, aber du kriegst das hin. Hier ist eine Beispielkarte, was du in der Woche anbieten kannst. Montag vegetarische Po, Dienstag natürliche Tacos, Mittwoch Korbsalat, Donnerstag Shepherd's Pie ohne Fleisch. Freitag Misura. Vergiss nicht, vegane Optionen für alle nicht-veganen Gerichte vorzubereiten und die Zutaten rechtzeitig zu rehydrieren. Du schaffst das schon. Okay. Schaffen wir. Wir schaffen das. Was ist denn das? Nicholas Nickleby. Scheint ein Buch zu sein. Was? Sündschaumbehälter war das. Okay. Da haben wir wieder Essen. Sushi-Rollen, nice. Kommt mir vor, als wären wir hier schon mal gewesen. Kann das sein? Sieht auf jeden Fall. Aber. Ja, wir sind hier schon mal gewesen, nur nicht auf diesem Planeten. Also haben wir in dieser Art von Base wahrscheinlich irgendwo, irgendwann mal irgendwas vergessen mitzunehmen. Waren wir da schon? Autsch. Und so. Regeln wir das auf Jamison. Wenn du schon plünderst, dann schnell. Auf no, Jamison wird das anders geregelt. Ja. Oh. Den haben wir auch. Alter, erschreckt er mich. Erschreckt er mich einfach hier unglaublich. Voll. Wird nachladen. Hier haben wir wieder Muni. So, jetzt aber ganz gründlich gucken, denn es kann wirklich sein, dass wir diese Art von Base schon mal was vergessen haben. Oder übersehen haben.
Weil diese Art von Base, da waren wir schon mal. Und ich meine, ich hatte das sogar auch noch irgendwann anders mal auch angemerkt, dass wir eine Base quasi zum wiederholten Mal betreten haben. Hier Lehrling-Safe. So, der passt schon mal nicht hin, aber der passt hier hin. Und der passt hier hin. Der passt hier hin. So. Und so. Sarah aus dem Weg. Sarah aus dem Weg. Na, da gehen wir noch nicht durch. So, gehen wir mal hier. Hier haben wir wieder Lehrling. So, machen wir hier auch mal auf. Der könnte hier reinpassen. Zwar da. Erstmal gucken, welcher passt von denen hier wo rein. Nee, das heißt, den müssen wir wieder zurücknehmen. Den hier und dafür den dann dahin. Wird auch wieder nicht passen, ne? Kann doch nicht sein. So, nochmal. Ja, jetzt ist was Einfacheres, sagen wir jetzt mal. Den könnten wir hier hinsetzen. Und den dann hier hin. Ja. Das ist definitiv sauberer als das, was davor war. Hier gibt es sonst nichts mehr. Aber hier. Okay, hier gab es nur jetzt nur den. Trauma-Pack, perfekt. Ich muss mehr Medikits und so weiter holen. Hier haben wir wieder eine geheime Tür. Nennen wir es mal Geheimtür. Tja, hier hätte ich jetzt deine Hilfe gebraucht. Immerhin nehmen wir automatisch schon Medikits auf, wenn wir
wenn wir kaum Leben mehr haben. So, was haben wir da? Sprudelwasser, perfekt. Ich glaube, der Dude ist da drin. Der, den wir suchen. Finde den Kidnapper. Okay, der Typ ist nicht mehr da. Dann gibt es ein Sandwich. Harte Zeiten. Bring die Slate zur Zuflucht. Machen wir. Nachdem wir hier drinnen waren, wir haben nur noch 7 Dietriche. Jetzt haben wir ein Problem. Der könnte hier passen. Warte mal, erstmal der hier. Der passt hier definitiv irgendwo rein. Machen wir den. Und der hier. Der könnte dahin passen. Ja, das lassen wir so mit den beiden. Dann wo könnte der hin? Der könnte hier reinpassen. Der hier hin. Perfekt. Ich hoffe, hier gibt es ein paar neue Dietriche. Hochgeschwindigkeitsdatenkabel. Toilettenpapier, Anzug, Bodencrew. Können wir zum Verkaufen mitnehmen. Und dann hier. Nur noch 6 Dietriche. Der passt hier rein. Und das darf ich hier hin. Dann passt der hier oben hin und der hier unten. Jetzt sind wir wieder überladen. Perfekt. So gehört sich's doch. So, und da vorne müssen wir noch einmal aufmachen. Das können wir nicht aufmachen. Okay, wir müssen also hier rum. So, und da lang. Was ist denn das? Okay, ich freue mich schon, wenn wir das alles entladen können. Und wir sind raus. Perfekt. Also jetzt können wir aber auch nicht allzu schnell rennen. Wenigstens sind wir auch nicht so sehr überladen, dass wir hier viel Sauerstoff verlieren. Das sind jetzt aber fast 1 Kilometer, das wir laufen dürfen. Kriegen wir das hin? Auf jeden Fall erstmal durch den Wald hier. Aber ich mag diesen Wald.
Eisen haben wir schon. Schutzregeneration, okay. So, erstmal aufladen wieder. Du willst filtern. Okay. Nachtmarv. Verdammt. Ich hoffe, der hat mich jetzt nicht im Visier. Die schon wieder. So ein Kampf, die Dinger hier aus. Ich hoffe, ich bin weit genug weg von denen jetzt. Laufe jetzt auch nur in die falsche Richtung, verdammt. Und die ganzen Bäume im Weg. Und wieder Giftschlot. Komm. Muss ich jetzt erstmal abwarten oder wie? Nochmal abwarten? Na komm. Ja. Hä? Ach so. Muss ich jetzt so laufen oder wie? Wo ist denn Sarah? Keine Ahnung, wo sie jetzt hin ist, aber... So, kann ich das noch... Erstmal an dem Giftschloss hier vorbei. Ach, da ist sie ja. Ah, okay, hier tausche ich das immer wieder um. Okay. Ab hier zähle ich schon, als wäre ich in einer Siedlung. Ah, das war das, was vorhin auch gewesen ist, als ich gedacht hatte, ich hätte einen Rucksack angezogen. Ne, ich habe einfach nur das komplette Ding hier angezogen gehabt. Einen kompletten Raumanzug. So, die Tür ist offen, perfekt. Moin denn, mich bitte nicht angreifen, da ist mein Schiff. Einfach so ein Riesenteil haben wir da. Die Elios-Zuflucht. Gehen wir rein.
Monika Bloom, Nevin Bone und Greg DiAngelo. Du hast die Reise anscheinend gut überstanden. Konntest du in der Anlage irgendwas finden? Kein Zeichen ihres Entführers, aber ich habe das hier gefunden. Es war eine Sackgasse. Einzig Interessante dort war diese ledierte Slate. Ne, ich habe das hier gefunden. Viel ist das nicht. Monika, kannst du da irgendwas machen? Kann's mir ansehen. Oh, sie ist verschlüsselt. Und zwar ziemlich schlecht. Sieht aus, als wäre... offenbar waren es zwei. Oh Gott, hier steht alles. Die Unfälle, die Entführung, Gregs Angriff. Das waren die beiden. Wird erwähnt, wer sie sind? Sie gehören nicht zu den Bauarbeitern, oder? Keine Namen, aber hier sind zwei IDs. Sie gehören zur Tracker-Allianz. Die Allianz schickt zwei Kopfgeldjäger? Unsere Kopfgelder sind doch alle bezahlt. Es gibt keinen Allianzvertrag und keine Dokumentation. Ich glaube, die machen das nebenher. Ein paar Tracker haben es also in ihrer Freizeit auf uns abgesehen. Warum? Steht hier nicht. Das Warum ist egal. Wir haben unseren Führer. Jetzt sorgen wir dafür, dass sie das bleiben. Dass sie das bleiben lassen. Vielleicht ist es irgendein Rachefeldzug gegen jemanden von hier. Worum soll es ihnen sonst gehen? Was ist die Tracker-Allianz? Woher weißt du, wie sich dieses Slate dekodieren lässt, Monika? Ist nichts Besonderes. In meinem alten Leben habe ich die halboffiziell verkauft. Ein Ehebrecher will seine Affären dokumentieren, ohne dass es seine Partnerin rausfindet? Dann benutzt er eins von diesen Schätzchen. Das sind absolute Hackergrundlagen. Aber das erklärt nicht, warum sie uns überhaupt belästigen. Na egal, das Warum Stimmt. ist egal. Aber ihre Beweggründe zu kennen, vereinfacht es vielleicht. Es geht ihnen um Geld, Sloan. Wir bezahlen sie und sie lassen uns in Ruhe. Dann werden wir zum Ziel für alle anderen Tracker im Universum. Wir müssen uns zur Wehr setzen. Sagt derjenige, der dazu körperlich nicht imstande ist. Wir werden erst aktiv, wenn wir sie gefunden haben. Steht da, wo sich unsere Tracker jetzt aufhalten könnten? Klingt, als würden sie was besorgen. Außerhalb des Systems. Dann bleibt uns nicht viel Zeit. Bei ihrem und unserem Hintergrund bist du wahrscheinlich die einzige Person, der sie vielleicht zuhören. Wärst du bereit, in unserem Namen aktiv zu werden? Solange du nicht erwartest, dass ich sie töte, ja, dann tue ich's. Keine Sorge, sie werden euch nicht mehr belästigen, nie mehr. Ich muss darüber nachdenken. Weiß nicht, kannst du mir mehr darüber sagen, wer die beiden sein könnten? In der Slate steht nicht viel. Es sind zwei und sie sind bewaffnet. Aber das ist alles, was wir bislang haben. Tracker machen aber normalerweise keine Gefangenen, wenn es nicht nötig ist. Die Tatsache, dass sie bislang größtenteils gewaltlos vorgegangen sind, das bedeutet, sie könnten verhandlungsbereit sein. Natürlich mit der richtigen Person. Und ich glaube, das bist in dem Fall du. Keine Sorge, sie werden euch nicht mehr belästigen. Wir finden bestimmt eine Möglichkeit, das Problem ohne Blutvergießen zu lösen. Bezahlen wir sie doch einfach und das war's dann. Wir brauchen sowieso noch mehr Leute. Ich stelle sie als Vertragsarbeiter ein. Drauf geschissen. Wir wissen, wo sie leben. Schicken wir doch unsere Bekanntschaft hier los, sie in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Die Galaxie soll nicht denken, dass wir unsere Probleme hier auf diese Weise lösen, Mr. DiAngelo. Ich würde dich bitten, keine Gewalt anzuwenden. Aber wenn du Vorschläge zu deinem Vorgehen brauchst, nun ja, da können wir dir wohl einige anbieten. Ich quatsch mal mit Neven. Danke, dass du das machst. Ich zähle schon die Sekunden, bis es vorbei ist. Ihr dort alle Häftlinge, was hast du verbrochen? Ich bin die einzige Ausnahme. Ich war jahrelang Regionalverwalter in New Atlantis. Mein Zuständigkeitsbereich war das Unterdeck der Stadt. Dort leben viele der unterprivilegiertesten Bürger der UC.
Ich habe selbst gesehen, welches Chaos das Kopfgeldsystem anrichten kann. Eltern im Gefängnis. Kein Geld mehr für das Grundlegendste. Das wird ein Teufelskreis. Wir wollen den Leuten helfen, ihn zu durchbrechen. Und was machst du hier? Ich bin der Leiter der Anlage. Ich führe zusammen mit Sloane die ganze Zuflucht. Sie kümmert sich um alles, was mit den Gästen zu tun hat. Sie wählt die richtigen Leute für unser Programm aus und sorgt dafür, dass sie die richtigen Werkzeuge an die Hand bekommen. Ich sorge dafür, dass das Licht anbleibt und alles reibungslos läuft. Was kann man hier denn so machen? Im Moment? Sehr wenig. Aber wenn wir mal geöffnet haben? Falls wir jemals öffnen, bieten wir unseren Gästen hoffentlich jede Menge Möglichkeiten zur Ausbildung und persönlichen Entwicklung. Der Großteil des Personals sind selber ehemalige Sträflinge. Wir wollen etwas anbieten, was es sonst nirgendwo in der Galaxie gibt. Irgendwelche Tipps? Du solltest ihnen Geld anbieten und ich bin bereit, dir zu helfen. Hier, mehr habe ich zurzeit nicht. Hoffentlich reicht das. 2500. Noch welche Tipps? Ich würde ihnen die Credits geben, die du von mir hast. Das reicht hoffentlich. Okay, dass das immer noch weiß hier? Im Moment? Sehr wenig. Aber wenn wir mal geöffnet haben, bieten wir unseren... Der Großteil des... Das bleibt immer noch weiß. Sei vorsichtig, bitte. Okay, dann quatsch mal mit Monika. Habe ich dir schon für deinen Job gedankt? Du bist also eine ehemalige Verbrecherin. Was hast du angestellt? Wie fast alle Mitarbeiter. Digitaler Einbruch und schwerer Diebstahl. Ich war übel dran und brauchte dringend Geld. Also habe ich die Galbank-Server gehackt. Ich hatte noch 6 Jahre in Aquila abzusitzen, als Sloane und Nevin mich rausgeholt haben. Sie haben gesagt, sie zahlen mein Kopfgeld, wenn ich ihr Pilotprogramm durchlaufe. Da habe ich natürlich nicht lange überlegt. Es war heftig. Aber Sloane... Die Frau ist das Mitgefühl in Person. Sie hat zu mir gehalten. Und jetzt leite ich den Laden hier. Vielleicht auch irgendwann mal einen eigenen. Sie haben dein Kopfgeld gezahlt? Wo haben Sie das Geld her? Klar. Jeder, der dem Programm beitritt, kriegt sein Kopfgeld von der Zuflucht bezahlt. Ich weiß aber nicht, wie das finanziert wird. Vermutlich durch externe Spenden. Sloane und Nevin schwimmen nämlich nicht gerade in Credsticks. Irgendwelche Tipps, wie ich mit... Oh, lass mal sehen, was du im Angebot von hast. Von mir persönlich ausgewählt. Die hat aber... Okay, die hat aber auch nicht viel. Verkaufen. Wow. Irgendwelche Tipps? Ich musste mich schon mit einigen von denen abgeben. Den Job macht man nicht, um reich zu werden. Man macht ihn, um sein eigener Herr zu sein und zu zeigen, wie hart man ist. Mein Rat... Lass sie wissen, dass sie nicht unbedingt hart aussehen, wenn sie ein paar Berater rumschubsen. Sei vorsichtig mit denen. Okay, der will auf jeden Fall. Die respektieren nur eines, nämlich Gewalt. Aber Sloane wird wohl nicht sonderlich begeistert sein, wenn du das auf diese Weise handhabst. Da hättest du recht, Mr. D'Angelo. Okay, dann nochmal mit Sloane. Vorsicht mit diesen Trackern. Denen kommt man nur in die Quere, wenn man auch ein bisschen brutal ist. Ihr habt hier alle eine bewegte Vergangenheit, richtig? Was hast du verbrochen? Schwer zu glauben, aber ich war in der Crimson Fleet. Hab am Himmel nach Beute und Ruhm gejagt. Bekommen habe ich nur eine heftige Gefängnisstrafe, was ehrlicherweise wohl das Beste für mich und die ganze Galaxie war. Du warst Piraten, ich will keinen Ärger. Das Piratenleben klingt aufregend. Das würde ich gerne mal erleben. Wir waren Teil der Crimson Fleet mal, also undercover, aber das muss ein hartes Leben gewesen sein. Stimmt, ja. Selbst an den besten Tagen. Aber du bist sicher nicht hier, um über uralte Geschichten zu reden. Wolltest du noch etwas besprechen? Was ist deine Rolle hier? Nun ja, sobald wir offiziell eröffnet haben... muss die Zuflucht für die Ex-Sträflinge, die wir herbringen wollen, viele verschiedene Dinge auf einmal sein. Ein Zuhause, eine Schule, ein Ort der Reflexion. Nevin kümmert sich um alles, was mit der Infrastruktur zu tun hat.
Ich kümmere mich um alles, was unsere Gäste brauchen, um einen gesünderen Weg einzuschlagen. Ich sorge dafür, dass wir alle optimal unterstützen können. Ich organisiere die Berufsausbildung. Ich habe mich sogar vor ein paar Jahren zur Therapeutin ausbilden lassen, um den Leuten richtig zuhören zu können. Was kannst du mir über die Elios-Zuflucht erzählen? Die Zuflucht ist unser bescheidener Versuch, einen neuen Umgang mit Menschen zu etablieren, die Schwierigkeiten mit dem Gesetz hatten. Nach der Eröffnung wollen wir Leute aufnehmen, die im Gefängnis darben, weil sie ihr Kopfgeld nicht zahlen konnten. Durch eine Berufsausbildung und ein Unterstützungsnetzwerk ermächtigen wir sie dazu, so ein stinknormales Leben zu führen wie wir anderen. Das ist ein hehres Ziel. Ein schickes kleines Resort nur für Häftlinge klingt nach Ressourcen. Glaubst du, dass so etwas wirklich funktionieren kann? Ich weiß, dass es funktionieren kann. Wir haben ein 18 Monate langes Pilotprogramm durchgeführt und es dadurch bewiesen. Zwei der Teilnehmer sind heute Mitarbeiter dieser Anlage hier. Sie haben nur ein wenig Hilfe gebraucht, um auf die Beine zu kommen. Und sobald wir eröffnet haben, bauen wir auf diesem Erfolg auf. Das ist ein hehres Ziel auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich will, dass meine Anwesenheit im Universum etwas Positives bewirkt. Aber es ist noch ein sehr weiter Weg. Tipps. Ich kann nur raten, wo hinter sie her sein könnten. Aber irgendwas an uns nehmen sie offensichtlich als Bedrohung wahr. Sie haben Angst. Und die kann man einzig und allein zu verstehen versuchen. Also, hör ihnen zu, ja? Hör dir an, was sie zu sagen haben. Und versuche das, worüber sie sich sorgen, ein bisschen weniger beängstigend zu machen. Viel Glück da draußen. Okay, suchen wir uns mal die Tracker. So, mir fehlt aber immer noch die Musik. Ist mir viel zu still. Ach, ich muss wieder zur Base. Da hinten. Ja gut, aber wir sind dann hier in der Nähe. Vom Schiff. Kann ich dann eben hier alles einlagern? Nachtraum. So. Ich habe hier die Kampfmesser, Rettungsaxt. Komm, den packe ich auch mal ein. Der ist auch nicht schlecht. So, Anzüge. Die Bodencrew kann weg. Rucksäcke, der kann weg. Helme. Kleidung. Unterhilfe, was habe ich? Der kann weg, der kann weg. Die bleiben. So, Ressourcen. Packe ich auch mal alle da rein. Was sonstiges. Schneekugeln? Warum habe ich so viele Schneekugeln? So, jetzt habe ich wieder Platz. Autsch, den habe ich gespürt. Es wird Zeit, dass die hier auch mal Straßen bauen. Ich hätte hier wirklich gerne Straßen und Wege und sowas. Aber ich muss sagen, den Planeten finde ich schon sehr schön, weil es auch unserer Erde sehr nah ist.
Ja, diese ganzen Schlote hier. Apropos, warte mal. Wir haben... Oh. Ich wusste jetzt nicht, dass ich die hier schon so weit geskillt hatte. Okay, nice. Aber warte, ich wollte eben kurz gucken, unter Anzugdesign haben wir schon mal ein. Und Waffentechnik. Wir könnten rein theoretisch gucken, dass wir da auch nochmal ein bisschen was ausbauen. Käferkrabbe, Graser, der ist tot. Runenfriedengraser. Diese Schlote. Komme ich hier hoch oder rutsche ich runter? Ich glaube, hier rutsche ich. Ne, ich komme hier hoch. Ich schaffe hier hoch. Perfekt. So, lass mich raten. Das ist wieder dieselbe Base. Ja, das ist dieselbe Base. Und rein. Nice, die liegen hier immer noch alle tot. Perfekt. Falsche Tür. Wir müssen dadurch. Vor allem, dass auch keiner von denen hier reagiert. Also, beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, ob die reagiert hatten. Dass hier alles tot ist, also kaputt gemacht wurde. Warte auf die Tracker. Ach so, okay. Gut. Da kommen sie schon. Was zum... Wer ist das? Keine Ahnung. Hey, wer seid ihr und was zur Hölle macht ihr hier? Und wer zum Teufel bist du überhaupt? Ich bin Auftrag der Eheluststuflucht hier. Ich habe doch gesagt, dass Kernmann sie zu uns führt. Wir hätten ihm die Kehle aufschlitzen sollen. Ruhe. Pass auf. Falls du uns nicht sagen willst, dass diese Verbrecher ihren Laden schließen, haben wir nichts weiter zu besprechen. Was juckt euch das? Habt ihr wirklich Angst vor ein paar Ex-Knackis? Die sind mir egal. Von mir aus können die an Fischinnereien schnüffeln, bis sie schwarz werden. Aber wenn diese Zuflucht Erfolg hat, wenn Kriminelle nicht mehr im Kopfgeldsystem sind, dann würde die Galaxie wohl nicht mehr so viele Tracker brauchen, oder? Und vielleicht würden die Großen wie die Colonies und das Collective eigene Programme aufstellen, wie Alias. Und wir würden den Job verlieren. Nein, lieber ersticken wir es im Keim, bevor es zur Bedrohung wird. Und deswegen will ich nichts weiter besprechen als die Zeit und das Datum, an dem sie die Pforten schließen. Bitte, wir können das lösen, ohne dass jemand verletzt wird. Es besteht kein Grund für Blutvergießen. Ach ja? Die Zuflucht will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ihr haltet euch sicher für tough, weil ihr unbewaffnete Bürokräfte und Therapeuten tyrannisiert. Selbst wenn die Zuflucht ein Erfolg wird, gibt es für kluge, fähige Leute wie euch immer Arbeit. Du kapierst das nicht. Wenn ihr nicht sofort aufhört, werdet ihr es bereuen, das verspreche ich euch. Ihr haltet euch sicher für tough. Was? So ist das nicht. Wir sind hart. Die Zuflucht will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ihr schadet Leuten, die anderen helfen wollen, ihr Leben umzukrempeln. Fühlt ihr euch dabei gut?
Wir werden uns gut fühlen, wenn wir wissen, dass die Zuflucht weg ist und wir kein Geld mehr verlieren. Moment mal, okay. Ihr kapiert es einfach nicht. Ich glaube, eine Leiche dürfte die Botschaft verständlicher machen. Komm schon! Ey! So. Ja. Was? Stufe 52? Was? Warte mal. Ich glaube, da brauche ich dann eine andere Waffe. Alter, 52. Warte mal, vielleicht eine an. Mache ich die erstmal kalt. Die arme Dame, aber egal. Dich mache ich platt. Komm schon. Die lebt ja auch noch. Nee. Oh, das tut weh. Komm nur her. Ich bin hier raus. Komm, lauf. Die nächste. So. Der 1500. War was Wertvolles dabei? Ein bisschen weniger als ich gehofft hatte. Achso, das ist das Klo. Ja, dann geht's hier raus. Ich glaube, mit der Waffe hätten wir auch viel zu lange gebraucht. So. Und hinaus, dann sagen wir mal Sloan Bescheid. Immer sanft gelandet. Ich glaube. Hä, wieso gucken wir wieder nach links? Das. Ich frage mich andauernd, was soll denn das immer mit diesem nach links gucken? Der guckt immer nach links, nie nach rechts oder so, oder bleibt permanent geradeaus. Nee, der muss immer irgendwie nach links und dann so schräg laufen. So. Moment, wo muss ich jetzt hin? Die Dragonfire ist da hinten. Wir müssten eigentlich auch zur Dragonfire. Genauso wie zur Aelos-Zuflucht. Warum ist es dann da hinten immer... Ich raff das nicht. Tschüss. Tschüss, Werter Nachtmar.
Ne, jetzt ist die Markierung da. Kann es sein, dass wir jetzt die ganze Nacht mit dieser Aufgabe beschäftigt waren? Also in-game die ganze Nacht? Egal, wir quatschen jetzt mal mit Sloan. Hey Sloan. Da bist du ja. Du warst ziemlich lange weg, Liebchen. Geht es dir gut? Konntest du unsere Tracker aufspüren? Ja, das konnte ich. Und sie sind beide kalt wie eine Hundeschnauze. Je weniger ich dazu sage, desto besser. Aber es ist erledigt. Singe Loblieder auf mich, wann immer dir danach ist, dein Tracker. Ja, je weniger ich dazu sage, desto besser. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, aber ich muss es wohl akzeptieren. Also von ganzem Herzen. Vielen Dank. Wir alle stehen tief in deiner Schuld. Eine allerletzte Sache gibt es aber noch zu tun. Nevin wollte mit dir reden, unter vier Augen. Er wartet oben im Büro auf dich. Okay. Ja. Reden wir nochmal mit Nevin. Kann ich hier so hoch? Nö, hier komme ich nicht. Wo ist denn der Weg dahin? Oh, hier war eine Treppe. Ja gut, hier oben war ich halt noch nicht. Hier haben wir noch ein Büro. Gibt's hier was zum Looten? Bisher nichts, was ich haben will. Ah, da bist du ja. Erstmal muss ich mich, naja, bei dir bedanken. Lass uns direkt zum Teil springen, wo du sagst, was du willst. Deine Quests waren dank genug. Ja, ich bin froh, dass ich helfen konnte. Und dafür sind wir dir sehr dankbar. Es ist nur so, diese Situation mit den Trackern, in der möchten wir uns nicht noch einmal wiederfinden. Zum Glück hat unsere Gründerin angeboten, sich an die Allianz zu wenden und dafür zu sorgen, dass sie sich in Zukunft anständig verhält. Vorher möchte sie aber wissen, was genau geschehen ist. Ich habe ihr schon gesagt, was ich weiß, aber nun ja, sie möchte auch mit dir darüber reden. Wäre das vielleicht für dich machbar? Wenn es nicht mehr ist, klar, ich kann mit dir reden. Ich mache mich lieber auf den Weg. Mit wem genau soll ich sprechen? Sollte ich mir vielleicht Gedanken machen? Unsere Wohltäterin hat gesagt, sie würde sich gern selbst vorstellen. Aber sei versichert, dass sie dir einfach nur persönlich danken möchte und deine Version der Geschichte hören. Nichts Schlimmes. Okay, wenn es... Ach, da wird sie sich freuen. Begib dich nach Akela City im Cheyenne-System. Melde dich bei Justin Sneed, ihrem Security Chief. Und sei bitte höflich. Sie ist der einzige Grund, weshalb wir hier sind. Auf nach Akela, Justin Sneed. Ja gut, dann würde ich sagen, hier machen wir aber in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.